mal hoch, komm mal hoch. Ja, ich meine, solche Teile verlegt man nicht jeden Tag oder versetzt man nicht jeden Tag. Und das Teil hat ca. 26 Tonnen. Und der Autokran, mit dem wir es jetzt versetzt haben, der hat 60 Tonnen Hublast. Und das braucht man aber für die Entfernung, um das Teil überhaupt versetzen zu können. Und solche Teile sind Sonderbauwerke mit Regenüberlauf und so weiter. Ja, wir haben jetzt schon vorweg Kanal gelegt um das Becken rum und habe einen anderen Kanal umgebaut, weil von oben runter, sobald Regenwasser kommt, da läuft ein alter 700er Kanal. Das heißt, das ganze Weinbaugebiet oben drin, die ganze Straßenentwässerung, laufen alle über den Kanal. Hätte es jetzt geregnet, dann wären mir die Hunde abgesoffen. Und so hat man den neuen Kanal schon vorher gelegt, dass man es oben einbinden kann. Dieses Bauteil vorerst außer Betrieb. Und erst wenn jetzt dieses komplett angeschlossen ist, dann geht man her und macht es aufs neue Bauteil. So ging jetzt eigentlich alles nach Zeitplan. Es hat funktioniert, es gab Sonderleitungen, Gasleitungen, wo in 2 Meter Tiefe sind, weil die früher unter anderen Leitungen durch sind. Und die hat man jetzt verändern müssen, erst einmal freilegen müssen, Notversorgungen aufbauen für Gas, Wasserleitung. Und das war halt jetzt immens zeitaufwendig, aber wir haben jetzt soweit alles im Griff. In der Schildergasse wird ein Regenwasserkanal neu erstellt, der unter anderem auch das Wasser von den Außengebieten in der Hebach abführt, ein neuer Mischwasserkanal und eine neue Wasserleitung eingelegt. Es werden die Hausanschlüsse neu erstellt und das Bauwerk, wo wir vorher da drum gesehen haben, ist ein sogenannter Regenüberlauf. Von dem wird aus dem Mischwasserkanal bei Regen Wasser in den Bach abgeschlagen. Also die Baustelle läuft bisher gut, nachdem sich die Anfangsprobleme mit der Schwörung der Ortsdurchfahrt erledigt haben, muss man sagen, ist der Bauablauf bis jetzt sehr zügig und im Zeitplan. Und wir gehen auch davon aus, dass die Ortsdurchfahrt bis Mitte Mai wieder befahrbar ist. Es ist die größte Baustelle dieses Jahr in Weinstadt, die Fläche oder längenmäßig über ca. 360 Meter geht und betragsmäßig ca. 2 Millionen beträgt.